Na, guten Morgen. Wisst ihr noch, gestern, als wir kamen in der Nacht, also was heißt in der Nacht? Um 10 war es. Da war hier alles voll. Jetzt ist hier alles wieder leer. Könnten wir uns hinlegen, querstellen. Ja gut, wir stehen ja auch quer. Ja, ich habe mich ja hier rangequetscht gestern noch. An die Ecke hier und habe mich ja dann hier schön rein gemogelt. Ja, und jetzt stehen wir hier, jetzt geht's gleich los. Der Platz ist komplett leer. Und jetzt fahren wir nach Leipzig und dann geht's wieder los, das Spiel. Das gleiche Spiel wie gestern. Leipzig, Regensburg, irgendwo Feierabend machen. Plätzchen suchen. Man weiß immer vorneweg ja nicht, wie weit man kommt. Ne? Das hängt immer von den Staus ab, die einen irgendwo überraschen. Naja, aber was soll's. Das ist halt so. Und dann müssen wir gucken, wo wir Platz finden. Also meine Lieben, zwick mal auf, die Pflicht ruft. Und die Arbeit auch. Ja, das war ja gestern auch nicht schlecht, ne? Hier mit der Suche. Alles voll hier. Naja, wir haben ja noch ein schönes Plätzchen gekriegt. Ohne Probleme. Und jetzt düsen wir ab nach Leipzig. Ach, wir standen doch ganz gut. Gut, das Reinrangieren war ein bisschen immer ein bisschen hin und her und hin und her und hin und her. Und dann musste ich auch aufpassen. Ach, und dann wollte ich euch doch zeigen, aber es ging leider nicht, es war zu finster. Stand da vorne auf dem Rasthof auf der Schwerlastspur. Stand in Tieflader. Da war ein riesen Feuerwehrauto drauf von der United States Air Force, nagelneu. Die werden wahrscheinlich in Deutschland gebaut. Und dann schaffen die da zum Meer. Dann schaffen die da zum Meer. Dass die dann nach Amerika geschafft werden. Sah geil aus. Ich wollte es eigentlich filmen für euch, aber es war finster. Man hat nichts gesehen. Überhaupt nichts hat man davon gesehen. Naja, gut. Geht dasselbe Spiel von vorne los. Und das Scheißwetter auch. Aber warm ist es, 6 Grad. Ich werde nachher meinen Matthias anrufen, wo der steckt. Der fährt ja die Tour, die ich vorige Woche gefahren habe. Und der Holm geistert ja auch da unten rum. Das heißt, wir fahren zurzeit zu dritt für Leipzig. Naja, macht ja nichts. Hauptsache wir fahren. Ach, und da
da vorne wird es finster, da regnet es schon wieder. Na toll. Ich muss bloß immer aufpassen, berg runter, dass der Tempomat schön drin ist. Dass er bei 4 plus bremst. Wir können ja das so einstellen und festlegen. Also wenn du ein Tempomat drin hast, kannst du zusätzliche km/h einstellen, ab wann die Motorbremse bzw. der Retarder einsetzen soll. So, und das kannst du von 3 plus bis 6 plus oder 7 plus. Ich stelle immer 4 plus ein, 85 ist dann Tempomat eingestellt, 4 plus ist 89. Also bremst er jetzt hier bergunter bei 89. Und das ist eine gute Geschwindigkeit, finde ich. Bloß wie gesagt, da muss der Tempomat drin sein. Ne? Muss man immer aufpassen. So, und hier am Ende von der Brücke steht jetzt gleich der Blitzer. Hier rechts steht er. Den sieht doch jeder. Also wer hier die Strecke oft fährt, der weiß das, dass der da steht. Da vorne ist es Tor 4, was ist denn da los? Stehen sie Schlange oder was? Was ist denn da los? Was machst du? Hallo, ich will da rein. Oh, Alter. Fahr zu oder fahr weg. Genau, fahr weg. Besser ist das. So, ging das scheiß Tor nicht auf. Wahrscheinlich war meine Zeit abgelaufen. Naja, bin ich halt vorne rumgefahren durchs Haupttor. Macht ja auch nichts. Ach nee, nee, nee. Der Matthias steht auch noch da. Da ist ein anderer inzwischen erstmal rein. Der stand aber schon da, als ich kam. Also haben sie mich noch vorgezogen. Das fand ich ja genial. So, jetzt gucke ich mal, wie es links rum geht. Linksrum müsste ich doch auch da vorne vorbeikommen. Ich denke mal, das nimmt sich nicht viel, ob du so rumfährst oder so rumfährst. Wird fast gleich bleiben. Ist halt bloß blöd, dass du dann aus dem Werk rumkurven musst, bis du zum Haupttor kommst. Wenn man zum Automatiktor rauskäme, wäre schon schöner. Wahrscheinlich ist es zeitlich begrenzt, wie du reinkommst. Und ich habe ja mein Zeitfenster schon überschritten. Also denke ich mal, dass das dann nicht aufgeht, das Tor.
So vermute ich das mal, dass das eine Zeitbegrenzung hat. Von bis darf die und die Nummer rein. Und wer außerhalb der Zeit ist, muss außenrum übers Haupttor. Ach guckt, hier bin ich doch schon, ja. Ich denke, das geht schon schneller hier rum. Hier bin ich doch schon wieder da, wo ich hin will. Beziehungsweise wo ich herkomme. Landeklappen ausfahren. Und ab auf die Landebahn. Tower hat grünes Licht gegeben. So, dann werden wir uns jetzt mal ein Plätzchen suchen, wo wir uns dann hinstellen können. Erstmal auf der Autobahn, ich denke mal, jetzt haben wir noch eine Stunde 45 auf 9 Stunden. Stunde 48, ne Quatsch, eine Stunde 45 auf 10 Stunden. Naja, ich würde mal sagen, Waldnabtal wird knapp, aber könnte klappen. Dann haben wir heute wieder einen Zehner verbraten, morgen brauchen wir keinen Zehner mehr. Weil dann Freitag wahrscheinlich nur noch Leergut abgeladen wird. Naja, mal sehen. So wie es wird, so wird's. Und wenn wir Freitag noch mal runter müssen, bleiben wir hier stehen, hier unten gleich. Das wird sich dann entscheiden. Und dann fahren wir in der Nacht hoch. So, und dann fahren wir hier rein, gucken, ob wir einen schönen Platz finden. Wenn nicht, die stehen heute scheiße hier. Da kann ich mich nicht wieder dahinter stellen. Shit. Heute stehen sie überall scheiße. Was ist denn hier los? Ach so, da geht die Kurve rum. So. Na, das sieht heute nicht gut aus. So, meine Freunde. Jetzt ist Feierabend. Jetzt habe ich wieder hier einen abenteuerlichen Parkplatz gefunden. Den zeige ich euch morgen früh, wenn wir hier losmachen. Also, manches Mal, da muss man schon hier Experimente machen. Aber ich habe gerade abgewartet, bis einer vorbeikam. Die kommen alle durch. Ohne Probleme kommen sie rum. Müssen sie halt mal ein bisschen langsam machen. Können sie nicht so rasen. Ja, jetzt ist hier Schluss, Feierabend. Jetzt ist es 11. Naja, können wir bis um 8. Ja, ich würde mal sagen, bis halb 9. Können wir locker Pause machen. Wenn wir halb 9 hier losfahren, das reicht. Gestern sind wir, heute sind wir halb 10 losgefahren. Nee, um 9. Naja, gucken wir mal. Vielleicht mache ich auch schon um 8 los. Das überlege ich mir noch, wie mir es ist. Also meine Lieben, dann staunt knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Gutes Nächtle und tschüss, bis morgen früh.